Investor TV. Die Fundamentalkriterien, die auf der Long-Seite zwecks Identifizierung von wachstumsstarken Titeln zur Anwendung kommen, werden hier als dritter Schritt aufgeführt. Je nachdem, mit welchem Aktienscanner gearbeitet wird, können aber auch die unter Punkt 4 genannten technischen Kriterien für die Selektion vorgezogen werden, analog zu der auf DVD 9 Kapitel 4 vorgestellten Reihenfolge. Für die sich aus Liquiditätsannahmen, fundamentalen und technischen Kriterien zusammensetzende Selektionsseite gilt, in welcher Reihenfolge sie auf den Aktienpool angewendet werden, ist unerheblich für das Ergebnis. Die fundamentalen Kriterien lauten: A. Der Gewinn wächst auf Jahresbasis mit über 20%. B. Der Gewinn auf Quartalsbasis wächst gegenüber dem Vorjahresquartal um über 25%. Zur Berechnung des Wachstums auf Quartalsbasis werden jeweils dieselben Quartale miteinander verglichen, also beispielsweise das vierte Quartal mit dem vierten Quartal des Vorjahres. Nur so können saisonale Effekte, die beispielsweise das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel auslöst, für die Wachstumsberechnung sinnvoll egalisiert werden. C. Das Umsatzwachstum verhält sich ähnlich oder besser wie das Gewinnwachstum, wächst also mit 20% pro Jahr oder mehr. Durch diese Bedingung wird sichergestellt, dass Unternehmen, die nur aufgrund von beispielsweise Maßnahmen zur Kosteneinsparung wachsen, nicht auf der Liste erscheinen. D. Das Unternehmen hat die letzten beiden Quartale mit Gewinnen überrascht, die über den Erwartungen der Analysten lagen. E. Die Erwartung der Analysten ist seit Veröffentlichung der letzten Quartalsergebnisse nach oben angepasst worden. F. Der Return on Equity liegt bei über 20%. Im Kapitel Aktienselektion auf dieser DVD wurde neben den hier genannten fundamentalen Kriterien noch zusätzlich die Höhe des Gewinns als mögliches weiteres Kriterium angeführt. Diese hinreichende Bedingung kommt in den folgenden Beispielen nicht zur Anwendung. Gevestor TV.